bin heute hier einfach mal auf Erkundungstour gegangen, einmal so um die Insel rum. Wir wollen natürlich irgendwie dann dort rüber, wollen wir natürlich. Und ich habe hier schon einmal so ein Brazier auf Apollo gefunden, also die Schale von Apollo, und die kann man entzünden. Nur die Frage ist, was tut das? Und ich glaube, jetzt habe ich es gerade gesehen. Ich glaube, die hat mich eben geheilt. Lieber, da war doch noch ein Schweinchen. Kannst du mich mal bitte verletzen? Verletz mich mal bitte. Nochmal. Danke. Und ja, also ich bin der Meinung, hier geht mein Leben viel schneller hoch. Zack, 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 und das Leben war hoch. Ja. Okay, nice. Das ist natürlich gut zu wissen, ne? Und ich würde gerne natürlich heute die Kill Lost Quest fertig machen und die beiden anderen Waffen zurückbringen. Und ich glaube, dann können wir hier diese Insel verlassen, vermutlich. Weil viel mehr gibt es nicht. Ich bin jetzt hier relativ schnell rumgerannt. Ich dachte, das würde länger dauern. Aber es macht sicher Sinn, dass man gut vorbereitet ist, bevor man darüber geht. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wie kommt man überhaupt darüber, ne? Also werde ich hier weiter vorbereiten und heute Abend noch gucken, dass ich da hinten zum Beispiel ist noch so ein Camplager von diesen Lost, dass ich das noch mitnehme und ja, und dann bringen wir die Sachen zurück. Ich bin hier gerade bei dem zweiten Tempel angekommen. Den haben wir gemacht und das müsste jetzt der andere sein, der zweite. Schauen wir mal. Halt, nimm mal deinen Pfeil und Bogen. Und wir wechseln mal auf eine Gesundheitspotion. Also ich mache das immer, wenn ich über Land laufe, dann nehme ich die blaue. Und jetzt hier, wenn ich kämpfen will, dann nehme ich eben die andere. Eins, zwei, drei stehen da. Sonst sehe ich keine. Ich bin aber, glaube ich, auch irgendwie von hinten gekommen. Da vorne stehen vielleicht noch andere. Mal gucken. So. Das war schon mal gut, ne? Oh, gut, dass ich weggegangen bin. Nicht gut. Okay, das war easy cheesy. Der hat mich nicht getroffen. Okay, gut, 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 gut. Ja, das waren hier die drei. Nicht, dass so wie gestern dann welche wieder irgendwo rumstehen, die ich übersehen habe. Gib mir das. Haben wir von dem anderen haben wir nichts? Ach nee, das müsste ja, wenn. Der hat ja hier gestanden. Das sollte also passen. So, genau. Goldene Truhe, wie gehabt. Und dann ist das hier wohl der Speerträger, würde ich sagen, ne? Ja. Den haben wir repariert. Hier das Ambrosia rein. Und jetzt damit agieren, interagieren. Was habe ich gelernt? Sagst du mir das Spiel? Ja. Dash. Dodge in the air. To perform a dash. Okay, aus dem Sprung heraus angreifen. Und das einfache Schwert haben wir gelernt und wir haben Coins bekommen. Nice. Nice, nice, nice. Und ja, ihr seht, ich war hier ordentlich am Looten jagen. Jetzt wird es dunkel, das heißt, jetzt kommen die Lost raus. Da hinten spawnen welche. Dum, di, dum, di, dum. Da sind sie. Wir können einmal hier looten. Strike Potion, okay. Angriffs. Gut, dass ihr nicht so gut zielen könnt. Wer hätte gedacht, dass ich gut zielen kann? Das haben wir dann auch erledigt.
Wir brauchen aber noch mehr Lust. Also das war jetzt die zweite oder dritte Stelle, wo ich welche gefunden habe. Das war der Hekate-Tempel vom Anfang. Das war der Schwertmann. Das war der Speermann. Jetzt brauchen wir noch den da oben. Also wir gehen mal einmal ganz zurück. Ich habe noch mal die Camps oder das Camp abgeklappert, wo wir eh schon waren. Und uns fehlt jetzt noch ein Lost. Wo bist du? Wo? Da. Okay. Nee, nein, das möchte ich gerne. Das hätte ich gerne. Also den haben wir auch. Und ich glaube, hier waren wir auch schon. Wo waren das jetzt? Da ist es. Haben wir das schon aufgemacht, die Truhe? Ich glaube ja. Übrigens, Ambrosia, ne? Bei Nacht könnt ihr diese Ambrosia hier ernten. Da bin ich zufällig drauf gekommen. Tagsüber sind die geschlossen, die Blüten. Und nachts sind sie offen. Und ja, hier waren wir schon, ja. Genau. Ach, da. Na. Eieiei. Also das mit diesem Springangriff. Ah! Ich wollte gerade sagen, das mit dem Sprungangriff habe ich irgendwie noch nicht verstanden. Hat dann aber plötzlich doch geklappt. Die Quest haben wir erledigt. Aber uns fehlt noch ein Tempel, um das zu öffnen. Was passiert, wenn ich das jetzt auf Track stelle? Nee, das funktioniert nicht. Aber wir wissen, da gibt es noch ein Licht, wo wir noch nicht waren. Das muss der letzte Tempel sein. Also ich muss sagen, ich weiß es sehr zu schätzen, dass dieses ganze Crafting und Looting hier so unkompliziert ist, ja. Ich muss da nicht stundenlang warten oder auf einem Baum einhacken, sondern das funktioniert alles ganz, ganz schnell und easy. Ach, ich habe, glaube ich, noch ein Fleisch, oder? Ja. Zack, rauf, der wird zerlegt, da wird gekocht. Eine Sache, auf die ich. Ah, ich will mich immer in die Kamera drehen beim Reden. Eine Sache, auf die ich gerade gestoßen bin, ist, dass ich Reparaturbandkordel herstellen kann. Aus Resin, Harz und Flachs. Das habe ich irgendwie komplett übersehen. Eigentlich wollte ich gucken, was ich für Pfeile machen kann, aber ich kann immer noch nur die Holzpfeile machen. Dann machen wir mal zwei. Das ist ja mal gut zu wissen. Was haben wir hier? Primitive Spear. Genau, also ich habe nämlich schon drei einfache Speere gecraftet. Ah nee, Primitive Spear, Simple Spear. Also der Simple Spear ist der gute Speer, den können wir eigentlich wegwerfen. Und dann kann man das mal reparieren. Der Punkt ist, ich habe noch keine guten Pfeile. Leider. Irgendwie weiß ich nicht, ob man ein Rezept dafür findet. Ich habe bisher immer nur Pfeile gefunden, aber kein Rezept. Leider, leider. Na gut, dann machen wir uns noch ein paar einfache Pfeile. Warte mal, aus Holz, denke ich. Crafting. Was brauchen wir dafür noch? Wood Arrow. Ja. Federn und Steine noch. Steine und Federn. Federn sind hier in der Tierkiste. Das hat auch eine Zeit gedauert. Diese Federn bekommt man von den kleinen Büschen. Das habe ich irgendwie übersehen gehabt oder überlesen gehabt und habe dann gar nicht gewusst, wo ich Federn herkriege. Der macht 20 Stück. Ich mache mal 40. Kostet ja nichts. So. Dann packen wir das wieder weg und die Federn auch. Und ich habe mir unterwegs heute Nacht den besseren Bogen gemacht, aber wir brauchen den alten erstmal auf. Und ich habe mir das Blade gemacht. Das ist so ein Kurzschwert. Ich weiß nicht, ob das bei den Feinden hier wirklich gut ankommt, weil. So, und jetzt gehen wir mal da hoch und erledigen die nächste Aufgabe. An einem Schweinchen oder so könnte man das mal testen hier. Die anderen rennen ja weg, also da kommst du ja mit dem Kurzschwert nicht wirklich weiter, ne? Da haben wir ein Schwein. Ja, okay.
Also, ja, ist in Ordnung, oder? So, da sind unsere Freunde mal wieder. Leider haben wir nur die einfachen Pfeile. Das heißt, da ma machen wir eindeutig weniger Damage. Aber den ersten können wir damit schon mal erwischen. Da müsste ich jetzt genau auf den Kopf treffen. Okay. Also die Taktik funktioniert erstmal für mich jetzt so ganz gut. Versuchen ein oder zwei anzuschießen mindestens. Place of Power. Warte mal, ich schalte mal die Quest ein. So. Genau. Eins, zwei. Sind da nur zwei Wachen? Wahrscheinlich versteckt sich einer hinter der Säule. Oh. Jetzt war ich natürlich jetzt war ich natürlich hier mit meiner Neubelegung der Tastatur ein bisschen da. Aber ist alles gut gegangen? Gut, was lernen wir hier? Also einmal haben wir den Treasure Chest. Flint Arrow, na endlich. Ach so, hier ist deine Waffe. Dein Bogen. Und jetzt hat er seinen Kopf verloren, der Arme. Und was lernen wir? Was lernen wir? Wir lernen fliegen. Jump in the air. To enter exit glide. Hold to ascend while gliding. Jump in the air. Ah, doppelt, ganz schnell doppelt. Und dann kann ich hochfliegen. Und wie komme ich wieder runter? Wenn ich, guck mal, okay, wenn die Ausdauer zu Ende ist, dann, ja, ist aus. Sozusagen. Was bist denn du? Ein Wolf? Nice. Gut, jetzt können wir die richtigen Pfeile. Das ist schon mal sehr schick. Wir haben jetzt die eine Quest hier offen. Wir gehen jetzt zum Tempel und gucken, was da los ist. Haha, ich kann hier runterfliegen. Ist das nicht schön? Und genau, und wenn ich dann so fliege und dann mit der linken Maustaste einen Angriff machen, dann mache ich so einen Stump. Stump. Was ich übrigens nochmal tatsächlich bestätigt hat, bei diesen kleinen Feuerstellen von Apollo, da wird die Gesundheit und die Energie regeneriert. Das ist doch cool. Wir können hier einfach rüberfliegen. Wo ist denn das jetzt? Ist das da oben? Das ist es, ne? Guck mal, ist das nicht cool? Ups, okay. Lange können wir nicht fliegen. Das finde ich cool. Das ist doch mal eine gute Lösung. Ah, hier ist noch so ein Ambrosia-Tempel. Okay, und hier haben wir jetzt ruckzuck unsere Ausdauer wieder aufgebaut. Aha, das war da. Den haben wir gerade aktiviert.
Das heißt, wir haben jetzt den aktiviert und den Apollo-Tempel oder was das ist, aktiviert. Aber irgendwo ist doch hier auch das. Da ist unser Haus. Das war doch ganz einfach zu erreichen von unserem Haus, der Tempel. Bin ich blöd? Oh, hier ist er. Hier ist er. So, können wir da jetzt rein? Temple Doors opened. Ja. Okay, keine Monster. Gut. Aber einige Chests, einige Lootkisten. Lederrüstung. Nice. Ist das hier irgendwas? Nee. Ist hier irgendwas? Nö. Noch eine Kiste? Goldcoins und Tanning Rack. Und Grindstone, Simple Pickaxe. Jawohl, okay. Jetzt wird's hier. Was war's das? Und nochmal Lederrüstung und noch mehr Goldcoins. Also wir haben jetzt hier 25 Goldcoins rausgekriegt. Und die neue Rüstung und eine Pickaxe, wenn ich das richtig sehe. Und was ist hier? Required Items. 400 Ambrosia. Oh, ich glaube, so viel habe ich nicht. Animal Bone haben wir. Softwood ist kein Problem und Stein ist auch kein Problem. Okay, ich glaube, das ist das Portal aufs Festland. Glaube ich. Cool, ne? Das ist doch fein. Ich soll Ambrosia Crystals ernten. Caves. Caves. Das ist das hier, das Crossroads Portal und die Caves. Na gut, müssen wir mal gucken, ne? Warte mal. Nee, das war. Ich dachte eben, ich hätte da was gesehen. Aber ansonsten bin ich einmal jetzt komplett hier rum. Und das letzte werden wir auch noch rausfinden. Und dann verlassen wir diese Insel. Also von der Vorbereitung her, natürlich jetzt die neue Ausrüstung machen und so. Das denke ich, bevor wir hier weggehen, sollten wir auf jeden Fall tun. Und ne, upsie. Und natürlich die Aufgaben erledigen, die man uns gestellt hat. Ich bin hier gerade dabei, Leder herzustellen. Das dauert ein bisschen. Zwei Teile der neuen Rüstung konnte ich mir schon bauen. Und zwar die Schuhe habe ich gebaut und den Chest, also die Brustplatte. Und jetzt machen wir uns mal den Helm. Und dann haben wir auch noch genug für die Handschuhe. Ja, wunderbar. Und dann ziehen wir uns an hier. Die letzten beiden Sachen. Ja, sieht doch schick aus hier, unser Männchen, oder? In der neuen Lederrüstung. Ah, ich kann ihn nicht drehen. Aber gut. Ja, hier habe ich noch eine Kiste gebaut und. Also was ich festgestellt habe, was glaube ich noch ziemlich wichtig zu wissen ist, dieses Reparaturtool, das ist, finde ich, im Verhältnis teuer, weil du musst das ganze Harz ernten, dafür musst du Baumstümpfe ausgraben. Wenn man kleine Bäume nimmt, geht das natürlich schneller. Also diese ganz spitteligen, da brauchst du eigentlich nur einmal draufhauen. Ja, und deswegen ist das relativ teuer, weil das immer nur ein Teil der Waffe repariert. Also für den Speer habe ich jetzt zwei solcher Reparaturkits benutzt und der ist also noch nicht ganz repariert. Ja, also teuer. Aber gut, nächstes Mal gehen wir dann
in diese Höhlen. Die muss ich noch suchen und dann denke ich, verlassen wir die Insel. Mach's gut, bis dann und ciao.